Vielleicht muss man auch nochmal X drücken oder so. Mal ausprobieren. Ne, macht er nicht. Verbackte Scheiße hier, ey. Ich krieg zu viel. Das ist so ein dummes. Oh. Entschuldigung. Warum explodiert denn die Kiste nicht, wenn sie von zwei nach unten fliegt? Ich muss pinkeln. PlayStation TV ist doch PlayStation Vita Games auf dem TV zocken, oder? Ja, genau, aber an sich, ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt, da mittlerweile noch eine zu kaufen, weil es halt sehr viele Vita-Spiele so auch auf der PlayStation 4 schon gibt. Aber die PlayStation TV ist. Ich hab das noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, wenn du. Sagen wir mal, einen Fernseher im Schlafzimmer stehen hast und deine PlayStation 4 ist im Wohnzimmer am Fernseher, dann kannst du diese PlayStation TV an den Fernseher im Schlafzimmer anschließen. Du kannst sie irgendwie mit deiner PlayStation 4 im Wohnzimmer verbinden und dann kannst du da drüber zocken. Irgendwie sowas habe ich da mal gelesen. Ist jetzt nur gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, das wäre so gewesen. Verzieh dich, du Dummer! Ich weiß so gar nicht, wie viel die mittlerweile kostet. Oh, okay, da kann man so hoch. Also, da war ich doch eindeutig auf dem Teppich drauf, oder nicht? Also das, was da jedenfalls bei mir angezeigt wird. In meiner Facecam. Bäh.
weil ich gedacht habe, dass dieser Typ der erste Teppich ist. Ach Mann, ey, mich kotzt das Spiel heute an. Ist doch einfach nur noch Ranz. Hallo, Doppelsprung, guten Tag. Maske möchte ich gerne behalten, so. Ach, come on. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Warum funktioniert das nicht? Sei froh, dass du es noch nie gemacht hast. Ich rate es dir nicht. Nee. Ist eigentlich schon ganz cool, wenn die Physik mal funktioniert, aber irgendwie heute ist es kaum sein, dass es hier am Dreckslevel liegt. Oder dass ich auf Klo muss ein bisschen. Aber beim nächsten Fehlversuch ist Klo-Time. Das Ding hat noch nicht den Boden berührt. Ich gehe jetzt pissen. Bis gleich. So, habt ihr davon. Hä?
Weg. So. Direkt mal wieder auffüllen hier. Komische Geräusche draußen. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Ach, weiter geht's. Okay. Fängt ja schon mal gut an, du. Ich muss doch noch Pipi machen. Pipi machen, Hände waschen, wieder hier hinkommen. Da geht doch fix. Ich habe gerade mal aus Jux geschaut, wie lange ich vor 10 Jahren für mein erstes Crash 3 Let's Play. Einfach mal fast 9 Stunden. Das geht doch voll klar, oder nicht? Also ich hänge hier glaube ich schon länger dran als 9 Stunden, oder? Weiß nicht so genau. Aber heute ist echt nicht mit Crash, ne? Vielleicht läuft es ja besser bei 4. Nun. Das Schöne war auch, mein Cousin hatte gesehen, dass ich eine PlayStation VR habe. Mittlerweile jetzt. Und hat er gesagt, ja, Julia, muss ich dir empfehlen, hier, kannst du, ist voll gut für VR. Resident Evil 7. So, ich scheiß mich schon bei Spielen ein, die überhaupt nicht gruselig sind. 4-2 zum Beispiel. Und dann auch noch Horrorspiel auf der VR. Das ist ein Zwischending zwischen einer Wii und die Wii Reality. Ja, egal. Auf jeden Fall werde ich mir Horrorspiele auf jeden Fall nicht antun mit der VR. Das kannst du knicken. Ich krieg 100 pro einen Herzinfarkt. Jetzt wirklich ohne Scheiß. Irgendwas wird da passieren. Also da komme ich nicht lebend, also lebend wahrscheinlich schon, aber mit ziemlichen Macken dann wahrscheinlich dabei raus. Mann.
ist denn hier mit der Hitbox von dem Drecksfeuer los, ey? Echt? Ach, eine VR-Brille hast du. Die sind aber schon sehr teuer. VR habe ich bisher leider nie richtig ausprobieren können. Hab da irgendwie keine Ahnung, wie das sein könnte. Meine erste VR-Erfahrung hatte ich auf der Gamescom. Da habe ich diesen vom Game Boy, was hier in Deutschland nie rauskam. Wie heißt das denn? Irgendwas mit 32, glaube ich. Dieses rote Ungetüm auf den Füßen. Das hatte ich mal ausprobiert da. Da hatten sie, glaube ich, Tennis war da, konnte man da, glaube ich, spielen. Mario Tennis. Und ich habe da reingeguckt, ich habe instant Kopfschmerzen gekriegt. Das war meine erste VR-Erfahrung. Und dann halt, als Dennis sich das Ding gekauft hat. Virtual Boy, genau. Das hatte aber mal noch vorher irgendeinen anderen Namen. Also so ein Projektname. Ja, als Dennis das dann hatte, da habe ich dann mal ein bisschen was gezockt. Da hatte der Ace Combat, habe ich mal gespielt. Also kurz mal angezockt. Und Moss hatte ich angezockt. Also was heißt angezockt? Ich habe da ein bisschen rumgespielt, während Dennis am Rauchen war. Ja. Und dann hatte ich eigentlich gesagt, ja, musst du mir dann irgendwann mal ausleihen, dann kann ich auch ein bisschen was spielen. Aber ich hatte jetzt eigentlich die ganze Zeit andere Sachen zum Spielen und Dennis hatte mir dann die VR jetzt geschenkt, was eigentlich mein Jahrestag Geschenk gewesen wäre. Aber der Herr mir den Lieferschein hat rumliegen lassen, habe ich schon gesehen, was der mir gekauft hat. Und dann, deswegen habe ich die jetzt schon. Ich hätte eigentlich erst am 24. Juli gekriegt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir heute sehr weit hier in dem Spiel kommen werden, aber das sieht schlecht aus. Gottes Willen, war das knapp. Wie gesagt, ich möchte gerne die Maske behalten. Meiterlösung hat sich nicht drauf. Bitte. Heutzutage ein sehr teures Sammelobjekt, der Virtual Boy. Ja, das stimmt. Ist momentan alle Retro-Sachen sind irgendwie schweineteuer. Also richtig teuer. Allein wie viel du momentan für eine PlayStation 2 bezahlst. Das ist bescheuert. Ich kann da immer noch von meiner tollen eBay-Aktion damals berichten. Und zwar hatte ich
Muss man aber dazu sagen, es war ungetestet Kellerfund. Ein ungetesteter Kellerfund, den ich mir da gekauft habe, weil ich auf der Suche nach einer gemoddeten PlayStation 1 war. Also nach einer gechippten PlayStation 1. So. Und da die das ja so explizit nicht reinschreiben dürfen, habe ich einfach gehofft, dass ich sowas finde. Und zwar war das eine Kiste mit drei PlayStation 1, um die 20 Spiele, zwei Controller, ein paar Memory Cards. Halt, was man so im Keller findet, ne? die Controller sahen auch dementsprechend aus, also die habe ich auch. Ich glaube, die habe ich immer noch. Aber nur zum Ausmisten quasi. Also aus. Also wenn mal bei mir irgendein Controller kaputt geht oder so, dass ich da was Ersatzteiltechnisches habe. Ja, und. Es kam halt hinzu. Also erstens, dass es ungetestet war. Zweitens, Kellerfund. Drittens, die Controller sahen aus wie Scheiße. Viertens, die PlayStation 1, es waren auch alle dreckig. Das ist schon mal dazu gekommen. Ich habe, glaube ich, für den ganzen Krempel also auf jeden Fall nicht mehr als 30 Euro bezahlt. Und es waren zwei gechippte PlayStation 1, glaube ich, dabei. Und die liefen auch alle. Manche besser, manche gut, manche weniger gut, aber funktionieren alle. Muss halt nur ein bisschen sauber gemacht werden. Controller, ja, wie gesagt, ist halt. Ja. Aber Metal Gear, ich weiß gar nicht, wie viel man für Metal Gear bezahlt. Ich glaube, Final Fantasy 7 war auch noch dabei. Also Metal Gear Solid. Also war schon Schnapper. Dann hätte ich noch mehr. Also, was ich oft schon mache, dass ich mittlerweile nach. Also, wenn ich irgendein Spiel suche, was ich irgendwie ein Pokémon Rot oder so, dann gucke ich erstmal, ob ich irgendwie eine defekte Variante davon finde. Also, dass eine defekte Variante von dem Spiel verkauft wird. Weil meistens ist das dann nur, dass man auf der Platine entweder nur einfach sauber gemacht werden muss. Oder dass das Spiel als defekt verkauft wird, obwohl es gar nicht ist. Da hatte ich nämlich auch. Ich hatte irgendwas Defektes gekauft und es war gar nicht defekt. Huch. Bei den Tod hatten wir jetzt auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Meistens ist das dann so, dass halt auf der Platine ist eine Leiterbahn schlecht, ja, in Anführungszeichen schlecht geworden. Und man muss halt einfach nur überbrücken. Also ein kleines Stückchen Draht, also ein bisschen freikratzen, kleines Stückchen Draht und dann halt über die schlechte Stelle drüber löten. Fertig. Ganz einfach. Wenn man das Material dafür hat und wenn man ein bisschen Löter braucht. Und dann hast du halt, sag mal, einiges an Geld gespart. Mann! Aber da ich sowieso meistens werden dann die defekten Spiele ohne Verpackung und so verkauft. Und da ich gerne Verpackungen mit dabei habe, ist halt manchmal nicht. Aber manchmal werden auch Defekte mit Verpackung verkauft. Ach man, ey. Zwei Schritte vor und 13 zurück, Alter. Ich
einmal versucht, mir in Straßburg Metal Gear Solid in einem Laden zu kaufen, hab's dann nicht gemacht und bereue es irgendwie. Wie viel sollten das kosten? Also ich hab's noch nie gespielt, Metal Gear Solid. Also nur mal kurz angezockt, weil ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Also ich guck da gerne bei zu. Also das Let's Play vom Dennis gefällt mir super, aber ich weiß nicht, ob ich das selbst spielen könnte. Weil es nämlich oft schon, wenn eine Steuerung vom Spiel gammelig ist, egal wie gut die Story ist. Weiß ich nicht. War bei 30 Tacken. Ah, ich weiß aber auch jetzt nicht, ob das viel dafür ist oder nicht. Mann! Was hat der für eine riesen Hitbox, der Penner? Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele PlayStation 1 Konsolen wir hier insgesamt rumfliegen haben. Also ich habe... ja, die drei PlayStation 1 Konsolen, die ich da gekauft habe. Plus meine Originale, die ich auch mal irgendwann von meinem Onkel zurückbekommen habe, weil wir die mal für, weiß ich nicht, 10 Jahre ausgegeben haben oder so. Was ist das? Ja. Also die habe ich auf jeden Fall noch. Also ich habe momentan 4 Stück. Plus die ganzen PlayStation 1s von Dennis. Ich glaube hier oben sind schon, weiß ich nicht, 2 noch und im Keller sind noch ein ganzer Haufen. Aber ich weiß nicht, wie viele davon funktionieren. Moment, ich habe noch eine. Aber das war von Dennis. Die hat mal einen Wasserschaden, da habe ich mich immer noch nicht drum gekümmert. Also ein ekliger Wasserschaden. Weil im Keller stand mal Wasser. Was auch, glaube ich, Abwasser war, teilweise. Und da wollte ich mal gucken, ob die noch funktioniert. Habe ich aber schon. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Ich hätte die eigentlich direkt aufmachen müssen. Platine ist bestimmt weggegammelt. 100 Pro. Aber ich habe halt Angst, die aufzumachen. Ich weiß nicht, was mir da entgegenkommt. Hallo! Toasty! So! Ich stelle da auch immer Gameplay und Steuerung über Story. Ja, Mann. Man quält sich halt, ne? The Oddworld. Also The Soulstorm. Dann wievielte Level ist das heute? Ist das der dritte? Das ist echt schlimm. Ich glaube, hier ist das nicht ganz so schlimm, wenn wir die Maske nicht haben. Weiß ich nicht. Musst du dir in 10 Jahren auf YouTube angucken, wenn ich das da hochgeladen habe.
Christoph. Achso. Ich hätte... An sich hätte ich eigentlich Bock wieder auf Counter-Strike. Nur habe ich auch Bock, morgen Beat Saber zu spielen den ganzen Tag. Muss auch nicht mal Counter-Strike im Stream sein. Von mir aus auch nur so. Die Sonne ist kalt, das muss man wissen. Die Sonne ist kalt, das muss ich das verstehen? Spiel, die Sprungphysik, ne? Die haben sie einfach geändert. Weil damals konnte man, wenn man auf dem... Scheiße. Wenn man auf dem... auf irgendeinem sprungbaren Stück war, konnte man einfach X drücken, wenn man unten war, dann ist man hochgesprungen. Und hier muss man die Taste gedrückt halten. Am besten noch ohne im richtigen Moment abzuspringen. Dass sie das nicht mal weggepatcht haben, ne? Den Neutral Side Jump aus dem Original wieder reinbringen sollen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ah, Slide. Ich habe Side Jump gesagt. Aber ich weiß trotzdem nicht, wovon du redest. Mann, Trash. Dass wir die schweren Level schon am Anfang gemacht haben, aus dem letzten Warpoint. Ich kann jetzt gerade leider nicht gucken. Tut mir leid, Christoph. Schick's mir in Discord oder so, oder in WhatsApp oder keine Ahnung. Danke, Wonka Boy, dass du da warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Da kommt man mit dem Rutschsprung etwas weiter, wenn man im Sprung die Richtungstaste oder Stick loslässt. Okay. Das wäre mir, glaube ich, zu kompliziert.
Don't die, don't die. Oh Mann! Reicht das? Nein! Das musst du so min- so muss das sein! Ah, Mann! Ja, das mit der Drehung, das kenne ich. Das ist easy. Also nicht easy, aber halt, das macht... Es ist nicht so schwierig. Warum musst du laden? Okay. Wenn ich so neu starten machen muss... Wenn ich so neu starten muss, dann auch nicht machen, oder? Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Hätte ich die Maske gehabt. Hätte, hätte, Fahrradkette. Es kotzt mich echt an. Es kotzt mich echt an. Ich könnte das eigentlich alles... Ich könnte es eigentlich so am Stück hochladen dann. Irgendwann, wenn es soweit ist. Aber das hängt gerade. Das kann ich nicht abschätzen. Kapiere ich auch nicht. Beim Neustart muss er nicht laden, aber wenn man im Ziel schon war. Ja. Müsste man mal die Entwickler fragen. Wenn ich irgendwann dieses Level hier geschafft habe und wir noch ein bisschen Zeit haben, dann mache ich irgendwas aus dem ersten Warpool. Kann doch nie angehen hier, ey. Mann, ey, ich will den Controller in den Fernseher schmeißen, echt.
Hallo, Doppelsprung, du dummer Penner. Leid. Es tut mir leid. Controller hat so viele Tasten. Warum muss man das auf die gleiche Taste legen? Mann, du dummer Hurensohn, echt, ey. Ja. Ist gut. Ich hab die Taste gedrückt. Diese da. Die hier. Siehst du das? Ich raff's nicht. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Komm her.
Da. Mittelfinger. Endlich, ey. Endlich.